Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns 7 Punkte an, welche ihr in Vorbereitungen zu The Burning Crusade beachten und erledigen könnt, um einen einfacheren Start zu haben. Falls ihr uns wie immer kostenlos supporten wollt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß beim Video. Der richtige Charakter. Starten wir direkt mit dem Offensichtlichen. Sucht euch eure Klasse und Rasse aus und informiert euch im Voraus darüber. Durch einige grundlegende Klassenänderungen verschiebt sich die Meta in The Burning Crusade drastisch. Wo es in Classic noch gang und gäbe war, dass vor allem Schadenskrieger an der Spitze des Damage-Meters standen, wird sich das Ganze in TBC vor allem in den ersten Raids ändern. Viele der Bosse sind nämlich nicht wirklich melee-freundlich, sodass eure Fernkampfkollegen im Schaden deutlich vorwegziehen werden. Man hat euch als Eule oder Schattenpriester in Classic nicht mitgenommen, sodass ihr sogar gererollt habt, in TBC wird das nicht mehr der Fall sein. Das war jetzt nur ein Beispiel in Sachen Raids und PvE. Im PvP sieht das Ganze natürlich wieder etwas anders aus. Nicht außer Acht zu lassen sind hier natürlich auch die neuen spielkommenden Klassen für Horde und Allianz. Blutelf Paladin und Draenei Schamane stehen euch im Prepatch for Release bereits zur Verfügung. Das Wichtigste ist allerdings, spielt die Klasse, worauf ihr am meisten Lust habt und nicht die, welche in irgendeinem Damage-Meter an erster Stelle steht. Seid euch dennoch einfach bewusst, was euch mit eurer jeweiligen Klasse erwartet. Erfahrungspunkte. Knüpfen wir direkt an. Das wird jetzt vermutlich eher für Anfänger in Betracht kommen, aber um fast sämtliche Inhalte von The Burning Crusade nutzen und spielen zu können, benötigt ihr einen Charakter der Stufe 58. Da ein Release-Termin noch nicht feststeht, der League aber Anfang Mai sagt, bleiben euch hierzu zum Zeitpunkt der Aufnahme noch circa 2 Monate. Mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 8 Tagen auf Level 60 bleibt euch noch genug Zeit, das Ganze nachzuholen. Für alle Veteranen mit einem Level 60er Charakter gilt hier, macht vorher 20 Quests fertig und wartet mit dem Abgeben bis zum Release-Tag. So habt ihr bereits von Anfang an eine kleine XP-Spritze. Dungeon-Gruppe zu Release. Um sowohl von der PvP-Schlacht als auch von überfarmten Questzielen verschont zu bleiben, sucht euch am besten jetzt schon eine Gruppe aus Gleichgesinnten, mit denen ihr von Anfang an Dungeon farmen werdet. Trotz dem vermutlichen Layering wird die Höllenfeuer-Halbinsel in sämtlichen Belangen überfüllt sein. Auf PvE-Servern werdet ihr zum Großteil vom PvP verschont bleiben. Allerdings müsst ihr euch auch hier mit einer Vielzahl von Spielern derselben und gegnerischen Fraktion auseinandersetzen. Wenn ihr dann also 1-2 Level gemacht habt, könnt ihr entweder direkt in den Zangamarschen weiterquesten, wo etwas weniger los sein wird, oder ihr bleibt in Instanzen bis Level 68 und startet dann direkt mit der Karasang Pre-Quest. Genaueres zur Pre gibt's zu einem späteren Zeitpunkt. Ein weiterer großer Vorteil von Dungeon Leveling ist, durch die übrig bleibenden Quests könnt ihr auf Maximalstufe einiges an Gold farmen. Diese geben dann anstelle der Erfahrung einen erhöhten Goldbetrag als Belohnung. Auf der anderen Seite können euch dann teilweise wichtige Pre-Raid-Quest-Items fehlen, welche ihr bis in den T4-Content tragen werdet. Beispielsweise eines der 3 auswählbaren Schmuckstücke, welches ihr auch gerade schon im Hintergrund sehen könnt. Dieses bekommt ihr sogar schon auf der Höllenfeuer-Halbinsel nach einer längeren Questreihe. Wir gehen in einem späteren Video nochmal genauer auf die wichtigsten Items ein. Twinks. Twinks werden auch in TBC weiterhin eine relativ große Rolle spielen. Sofern ihr, was Materialien und hergestellte Items angeht, selbstständig bleiben wollt, lohnt es sich hier, einen oder mehrere Twinks mindestens auf Stufe 50 zu spielen. Wo in Classic die Beruf-Cooldowns bei Level 35 lagen, werden sie in TBC eben auf Level 50 erhöht. Um das Ganze aber einfach mal etwas anschaulicher zu machen, nehmen wir einen Level 70er Priester mit Heiligskillung. Um mit diesen an eure Pre-Raid-Biss-Items zu kommen, müsst ihr euch das epische Urmundstoff-Set zusammenstellen. Dieses besteht, wie der Name schon sagt, aus Urmundstoff. 26 an der Zahl benötigt ihr für alle 3 Teile. Um besagten Urmundstoff allerdings herzustellen, gibt es einen Cooldown von ganzen 3 Tagen und 20 Stunden. Ihr seht schon, das Ganze kann dadurch auf jeden Fall etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ab Level 68 könnt ihr euch allerdings spezialisieren, sodass ihr pro Cooldown jeweils 2 Stück Stoff rausbekommt. Wenn ihr also etwas Zeit und Gold sparen wollt, parkt euch einen Twink mit mindestens Level 50 und skillt den jeweiligen Beruf hoch, um ebenfalls die Cooldowns auszunutzen. Selbst wenn ihr besagten CD nur verkauft, kann euch das massig an Gold einbringen. Vor allem am Anfang von The Burning Crusade. Levelt euch außerdem einen Druiden auf Stufe 68 und holt euch die kostenlose Flugform. Gepaart mit Bergbau und Kräuterkunde habt ihr einen soliden Farmcharm Start. Der Druide bekommt als einzige Klasse sein Flugmount bzw. Fluggestalt kostenlos und kann in dieser Kräuter und Erze abbauen. Bedeutet, ihr müsst nicht mal umständlich von eurem Mount absteigen, um Ressourcen aufzunehmen. Materialien. Euer Charakter steht, jetzt fehlen euch noch die passenden Berufe. Auch hier erkundigt euch vorher, welche Kombination am besten zur jeweiligen Klasse als auch Rolle im PvE, PvP passen und fangt direkt mit dem Farmen an. Den Großteil der Berufe kann man mit Materialien aus Classic auf Maximalstufe bringen.
Bunkert euch also so viel Classic Mats wie möglich, um sowohl euch selbst im Beruf hochzupushen, als auch mit anderen Mats etwas Gold zu verdienen. Aktuell, und sofern die Trommeln nicht geändert werden, werden viele Lederverarbeitungen hochskillen. Der Preis für alte Ledersorten wird steigen und ihr könnt daran verdienen. Nicht zu vernachlässigen. Erze für Schmiede oder Juwelenschleifer, Essenzen für Verzauberer oder aber auch Gegenstände wie die rechtschaffenden Kugeln und Elementarerde werden wieder sehr gefragt sein. Schaut euch vor allem am besten jetzt schon die auch schon im vorherigen Punkt angesprochenen Pre-Rate-Best-in-Slot-Listen eurer Klassen an, sodass ihr wisst, was euch erwartet. Ich sag nur das Urmundstoff-Set für den Holy Priest, das Zauberfeuer-Set für den Magier oder auch das Eisenschatten-Twin-Set für den Hexer. Nützliche Classic-Items in TBC. Nachdem wir nun wissen, welche Materialien wir benötigen, gibt es noch das ein oder andere Item, welches ihr auch weiterhin in TBC verwenden könnt und solltet. Kleiner Spoiler vorweg, bei den meisten Items handelt es sich um Schmuckstücke, aber gehen wir die ganzen einfach mal im Schnelldurchlauf durch. Fangen wir bei der Dunkelmondkarte Blauer Drache an. Diese ist absolut genial für Mana-Rack im Kampf und wird euch sehr wahrscheinlich bis in die ersten Raids begleiten, vor allem für Priester sehr interessant. Natürlich auch zum Leveln bis Stufe 70 ein riesiger Vorteil. Weiter geht's mit der Hand der Gerechtigkeit, besser bekannt als Hand of Justice und Iron Foe vom Imperator im BRD. Diese werden euch auch weiterhin eine Chance für einen bzw. zwei zusätzliche Angriffe gewähren. Macht des Willens von General Zorneschmiede in BRD kann 10 Sekunden eingehenden Nahkampfschaden um 25 reduzieren und wird vor allem für Paladine im AOE-Farmen interessant werden. Auch Nefarians Träne wird vermutlich bis hin in die ersten Raids von TBC getragen werden, da sie einiges an Zauberschaden sowie einiges an Hit mit sich bringt. Die Scarabeus-Brosche aus Akku 40 von Viskidus ist ebenfalls ein super Schmuckstück, welches Stats unabhängig arbeitet. Es gewährt dem Ziel ein Schild, welches 30 Sekunden lang Schaden in Höhe von 15% der geheilten Gesundheit absorbiert. Ebenfalls für Heiler Hazarash Amulett der Heilung. Dieses reduziert die Zauberzeit eurer Zauber um 40% und verringert 15 Sekunden lang die Mana-Kosten eurer Heilzauber um 5%. Im Hintergrund seht ihr gerade die Priester-Variante. Dieses könnt ihr in Zul'Gurub in der Edge of Madness bekommen. Dort müsst ihr das Item von allen 4 Bossen looten, welches allerdings nur alle 2 Wochen wechselt und nur 1-2 Items pro ID fallen lässt. Wappen des Schlechters wird von Saphiron fallen gelassen und ist ebenso eines der besten Melee-DPS-Schmuckstücke bis in die ersten Raids, genau wie der Kuss der Spinne von Maexna. Vergleichen wir die Items aber mal mit der Kampfrauschbrosche. Die Kampfrauschbrosche ist ein Gegenstand, welchen man gegen 41 Abzeichen der Gerechtigkeit tauschen kann. Das Wappen des Schlechters ist demnach nur minimal schlechter wie ein episches Level 70 Schmuckstück, für welches man zeitgleich etliche HC-Instanzen besuchen muss. Stylines verhinderter Scarabeus ist eines der besten Tankschmuckstücke. Dieses werdet ihr vermutlich bis in den T5-Content tragen können. Das Diamantfläschchen skaliert unseres Wissens nach nicht mit Plusheilung und soll gegebenenfalls nochmal etwas angepasst werden. Zumindest ließ das ein Entwickler in einem BlizzCon Online-Interview durchblicken. Da ihr, bis ihr Exalted bei den Seher oder Alder seid, keinen neuen Schulter-Enchant gibt, könnt ihr euch entweder den Saphiron-Drop aufheben oder ihr bunkert euch einfach ein paar zandalarische Schmuckstücke und holt euch bei Bedarf den Zul'Gurub-Schulter-Enchant. Auch der Trank der freien Aktion oder Free Action Potion bzw. in kurz Fab sind auch auf Level 70 noch mehr als nützlich. Bleibt zu guter Letzt natürlich noch Thunder Fury, speziell für Mobgruppen, sowie Artyash. Artyash vor allem für das Portal nach Karazhan. Gold, Gold und nochmal Gold. Um es relativ kurz zu halten, farmt euch so viel Gold wie möglich. Einige der aufgeführten Punkte können euch Gold einbringen, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Gold kosten. Wer sich zumindest auf das Flugmount vorbereiten will, benötigt 6200 Gold pro Charakter. 1000 Gold für das normale und 5200 für das Epic Mount, Kosten für Reitfähigkeit inbegriffen. Das war's dann auch schon wieder für heute. Wir hoffen, ihr könnt den einen oder anderen Tipp mitnehmen, um euch euren Einstieg in TBC zu erleichtern. Wir halten euch hier weiterhin auf dem Laufenden. Schreibt uns gern mal, was ihr bis zum Release macht. Nax clearen, Rang 14 machen, 100.000 Gold farmen oder vielleicht sogar ein anderes Spiel spielen und oder eine Pause machen? Ab damit in die Kommentare. Bis dahin, vielen lieben Dank und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.